Ich möchte ein Konzept vorstellen, das sehr viel Potenzial hat. Es geht darum, verschiedene Klassen miteinander zu kombinieren. Dazu habe ich bereits etwas Code vorbereitet, den ich jetzt etwas erweitern werde, aber ich schaue das hier nur theoretisch an. Ein konkretes Beispiel mit P5 folgt dann in einem weiteren Video. Ich habe hier unten das HTML-Dokument mit drei eingebundenen JavaScript-Dateien, die P5-Library, dann Classes, das siehst du oben links, und Sketch, das ist oben rechts. Also ich habe die Klassen aus meinem übrigen Code herausgelöst, um das ein bisschen übersichtlicher zu machen. Die zwei Klassen Item und Thing haben Namen, die extra unverbindlich sind, damit das schön allgemein bleibt. Und sie sehen praktisch gleich aus. Beide haben eine Eigenschaft Type mit einem Wort drin, das Auskunft darüber gibt, zu welcher Klasse eine Instanz davon gehört. Und beide haben eine Eigenschaft RandNum mit dem Wert einer Zufallszahl. Eine davon ist zwischen 0 und 1 bei der Klasse Thing und bei der Klasse Item ist es eine gerundete Zahl zwischen 0 und 10. Also im Moment noch keine großen Unterschiede. Und dann auf der rechten Seite siehst du einen Array, den weise ich der Variable Items zu und den befülle ich dann im Setup-Loop mit 10 Instanzen der Klasse Item. Und die logge ich dann in die Konsole und das siehst du hier auf der rechten Seite bereits. Dort sind 10 solcher Instanzen aufgelistet. Sie haben alle den Typ Item und sie haben alle eine Zufallszahl, eine gerundete Zahl zwischen 0 und 10. Also du siehst, ich brauche P5 hier nicht speziell. In der Function Setup steht No Loop, das heißt, es gibt keine Animation und es gibt auch keine Draw-Funktion. Jetzt erweitere ich die Klasse Item um eine Eigenschaft, die einen leeren Array enthält, ganz ähnlich wie der leere Array hier auf Zeile 3 in sketch.js. Ich schreibe this things, weil ich möchte dort Instanzen der Klasse thing einfügen. Ein leerer Array. Und jedes Mal, wenn eine Instanz dieser Klasse item generiert wird, dann soll dieser leere Array befüllt werden. Und dazu schreibe ich auch hier einen Loop. Ich nehme mal t statt i, weil es ja things sind. Und als Limit für die Ausführung dieses Loops kann ich gleich this random verwenden, so dass nicht jede Instanz gleich viele Instanzen der Klasse Things enthält. Jetzt kann ich vielleicht meine Fenster etwas anders organisieren. Das hier mache ich mal zu. Und das mache ich etwas kleiner. Geschweiften Klammern vergessen. Bei jeder Wiederholung dieses Loops wird eine Instanz der Klasse Thing generiert und in diesen leeren Array gepusht. Und zwar so viel Mal, wie es diese Zahl vorgibt, diese gerundete Zufallszahl. Und wenn ich jetzt diesen Array anschaue, dann klappe ich mal das allererste Objekt auf die erste Instanz von Item. Und dann sehe ich hier, dass Things ein Array ist mit 9 Einträgen. 9 sind es, weil RandNum auch 9 ist. Und wenn ich das aufklicke, dann sehe ich hier Instanzen der Klasse Thing. Also das erste Objekt hat 9 solcher Instanzen drin. Und das zweite, da ist RandNum 5, also da gibt es 5 Things. Und so hat jetzt jede dieser 10 Instanzen von Item einen Array, der Instanzen der Klasse Thing enthält. Also es ist eine Art Verschachtelung. Eine Instanz der ersten Klasse enthält mehrere Instanzen der zweiten Klasse.
Und mit diesem Konzept kann ich jetzt Objekte herstellen, die vielleicht abhängig voneinander sind oder die andere Objekte enthalten mit weiteren Informationen. Und das erlaubt mir das Herstellen von ganz komplexen Strukturen. Und wozu ich das verwenden kann, zeige ich in einem weiteren Video.